So, hallo YouTube. Das gibt eine Videoantwort für Frank ein Bit. Und zwar zum Thema Folder Dog. Wir sollen ein bisschen was erzählen über Klappmesser, die uns besonders am Herzen liegen oder eine besondere Bedeutung haben. Ja, ich habe einige und da muss ich mich jetzt entscheiden für ein paar. Ihr habt ja die anderen, die das gemacht haben, alle ein paar ausgebreitet, so ungefähr von der Anzahl ähnlich wie ich jetzt hier. Und ja. Mit was fangen wir an? Am besten mit dem Messer, das ich von denen hier am längsten habe. Das ist mein ewiger User, Benchmade 720. Hat vielleicht ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Cryptalion. Von der Form her, vielleicht auch von der Größe. Ich habe kein Cryptalion. Nur, dass hier Aluminium-Griffschalen verbaut sind. Ansonsten Access Lock, Klinge ADS 34 Stahl. Ist ein bisschen aus der Mode gekommen, der Stahl. Und ja, Veränderung, dass ich an dem Messer vorgenommen habe, vor kurzem erst, ist noch nicht lang her. Ich habe die schwarze Klingenbeschichtung entfernt. Das war schwarz und es war keine so eine hochwertige Beschichtung, wie man es heute hat, sondern so eine Art Teflon, relativ dick und nach ein paar Schnitten waren da schon die ersten Ecken weg oder vorne an der Spitze hat es dann gefehlt und es war dann so hässlich, dass ich es ganz entfernt habe und habe die dann schön bis, keine Ahnung, 4 oder 6.000 geglättet und ist von der Optik her jetzt genauso oder besser als vorher, ne? Ansonsten, was ich auch irgendwann mal gemacht habe, also ich muss sagen, dass das Messer ist 15, 16 Jahre alt ungefähr. Seilenmäßig war der Clip da oben befestigt und da war es immer nicht angenehm in der Hosentasche zu tragen, weil das oben einfach ein bisschen dicker ist. Kann man jetzt vielleicht schlecht erklären, das müsste man jetzt ausprobieren an der Hose, dann würde ich das merken. Dann habe ich den Clip einfach mal umgeschraubt und plötzlich war das ganz angenehm. Das ist dann einfach schwerer. In der Hosentasche sitzt es drin, oben ist es dünner und das merkt, fühlt man dann nicht so in der Hosentasche. Und das von daher hat es mir noch besser gefallen dann für den Alltag. Ja, das Messer ist blitzschnell auf und geht genauso schnell auch wieder zu. Sieht man gar nicht auf der Kamera. Zack, auf und wieder zu. Ist also unheimliche Präzision. Und ja, und das war damals so auch ein bisschen Preisschock, weil ich hatte vorher schon Spyderos gekauft. Das erste für knapp 200 Euro und dann ein Military, Entschuldigung, D-Mark waren das noch, knapp 200 D-Mark. Und dann kurz danach ein Military für 330 D-Mark. Und dafür wollten sie dann 420. Aber als ich mir das Ding dann genau angeschaut habe, das war also so perfekt gemacht, das hatte ich vorher noch nie gesehen, außer mal vielleicht bei Chris Reeve, aber da sind wir wieder bei einer ganz anderen Preisklasse und das muss ich dann einfach haben und habe es bis heute behalten, weil es einfach eine super Größe und es passt genau in die Hand. Also da passt eigentlich alles. Okay. Das nächste ist was ganz Einfaches, Bürger Plus Excalibur 2, das kleine. Das habe ich deshalb sehr gern dabei, jetzt mal unabhängig davon, dass es ein Zweihandmesser ist. Ist ja in den letzten Jahren auch ein bisschen interessanter geworden. Einfach weil es einfach sehr leicht ist. Und das trägt sich sehr schön in der Hosentasche. Ganz nebenbei ist es für den Preis, also unter 100 Euro, auch noch wirklich perfekt verarbeitet. Mit ganz feinen Materialien. Also die Klinge ist 440C. Und ansonsten haben wir einen Titan-Clip. Und auch das Innenleben, die Leine sind auch aus Titan. Und damit also wirklich ein super Messerchen für den Alltag. Auch groß genug eigentlich. Für die meisten Aufgaben gute Handlage. Sonst gibt es dazu nicht viel zu sagen. Gut, dann machen wir weiter. Also das ist nichts für die Hosentasche. Das habe ich im Rucksack dabei oder in so einer kleinen Pouch zum Beispiel. Ganz einfach. Das Messer ist deswegen eine Empfehlung. Das ist das Victorinox Hercules. Das ist eine Nummer unterm Workchamp. Also da fehlt auch wirklich nur ein Werkzeug, soweit ich weiß, oder vielleicht zwei, ich weiß nicht so genau. Und der Preis war bei Amazon halt 29 Euro. Also es ist unschlagbar. Das Werkzeug kostet locker das Doppelte. Und es war einfach mal ein Angebot. Und okay, auf das eine Werkzeug, was es da hatte, das Werkzeug, kann ich gern verzichten bei dem Preis.
Und da habe ich mir das gleich bestellt. Also eine große Klinge, die auch wirklich groß ist, mit Verriegelung. Und ansonsten, gut, auf der Rückseite ist eine Stechale und der Korkenzieher. Und vorne haben wir jede Menge Sachen, eine Zange und zwei verschiedene Kreuzschlitzschraubenzieher, einen kleinen und einen großen, die auch noch an der richtigen Stelle angebracht sind, nicht an der Seite, sondern die kann man auch richtig schön dann benutzen, wie man einen echten Schraubenzieher auch benutzt. Und eine Schere und die üblichen Flaschen- und Dosenöffner. Und eine Säge ist auch dabei, das gefällt vielen ja ganz gut, dass immer eine Säge dabei ist. Ja, ist also viel dran und wirklich ein Riesengerät für unter 30 Euro. War ein Angebot. So, wem das alles ein bisschen zu einfach ist, sowas, wer es ein bisschen exklusiver mag, gibt es von Extrema Ratio. Ist auch die unterste Preisklasse von Extrema Ratio, also bezahlbar. BF M1 A1 heißt es. Ist nicht viel dran. So wie beim ganz einfachen Swiss Army vielleicht, beim Einsteigermodell. Und natürlich viel, viel teurer, aber natürlich auch vieles feiner gemacht. Also die Verarbeitung ist noch besser und man hat halt eine Klinge mit Einhandbedienung und aus dem guten Böhlerstahl. Und es ist halt auch eine ganz andere Klinge wie beim richtig guten Taschenmesser von der Breite her und die hat schon ein bisschen mehr zu bieten. Und natürlich Liner-Lock-Verschluss und das zweite Werkzeug ist eine Kombination, hat auch einen Liner-Verschluss, ist auch notwendig. Ist eine Kombination aus Flaschen- und Dosenöffner und vorne haben wir noch einen kleinen Schlitzschraubenzieher dran. Muss einrasten, weil man es ja von der anderen Seite auch ansetzt, dann wird es ja einklappen, ne, ist klar. Und dann haben wir noch so ein Marlinspike dran zum Knoten öffnen. Gut, zugegeben sind keine besonders wichtigen Werkzeuge dran, also es muss jeder selber entscheiden, was er da jetzt braucht. Kann mal ganz praktisch sein. Was natürlich noch auch noch top ist, was ein Victorinox nicht zu bieten hat, ist ein Deep Carry Pocket Clip. Das haben die Extrema Ratios ja ziemlich alle dran. Und da sitzt das natürlich schön dezent in der Hosentasche. Sollte mal ein EDC werden, war dann aufgrund des doch relativ hohen Gewichts und der Dicke, die wir hier haben in der Hosentasche, hat sich bei mir nicht durchgesetzt. Also ist noch ab und zu dabei, aber so richtig regelmäßig nicht, weil mir es einfach zu schwer zu tragen ist. Und die ganzen Werkzeuge, die dran sind, sind mir einfach nicht wichtig genug, dass man es immer dabei in der Tasche hat. Aber ansonsten eine echte Empfehlung, vor allem für den Preis, das es kostet. So, weiter geht's. Das ist mein eins, ja, ist es mein Lieblingstaschenmesser, ja, also vom Design her auf jeden Fall, ne? Das Messer ist einfach ein Traum, auch von der Verarbeitung her und vom Design. Ich meine damit den Übergang vom Griff zur Klinge und unten, dass irgendwelche Kanten überstehen, wie sonst bei Spyderco. Das ist auch ein bisschen dezenter ausgeführt, das Ganze. Und es sieht fast aus, wenn es aufgeklappt ist, wie ein Fixblade mit aufgesetzten Carbon-Griffschalen. Dadurch, dass der Rand, das sieht man jetzt hier nicht mit meiner Kamera nicht so gut, noch leicht übersteht, könnte man wirklich meinen, es ist ein feststehendes Messer, mit dem einfach Griffschalen aufgesetzt sind. Die Verarbeitung ist also wirklich vom Feinsten. Hierbei ist ja ein Daiwan-Produkt und die Klinge ist aus TBM M4. Das ist ein pulvermetallurgischer Werkzeugstahl. Es gibt auch normalen M4-Stahl, Werkzeugstahl. Und hier die pulvermetallurgische Variante von dem Ganzen. Es soll außergewöhnlich schnitthaltig sein und kommt aus dem Bladesport-Bereich. Da haben die Messer haben da meistens Klingen aus dem Stahl. Ist leider nicht rostfrei. Also bis jetzt hat es noch keine Probleme gemacht, weil ich es halt auch noch nie großartig benutzt habe. Und das ist da natürlich dann der Grund. Wenn es nur daheim rumliegt, dann kann es auch nicht rosten, ne? Ja, ist mir eigentlich zum Benutzen fast zu schade, weil das ist einfach mein Lieblingsmesser und das ist für mich rein vom Design her. Als Arbeitsmesser wäre es wirklich top, weil eigentlich, weil es wirklich sehr robust und schwer ist, also da hat man richtig Vertrauen drin. Da gibt es ganz wenig von Spyderco, wo so ein hohes Gewicht haben und so massiv gebaut sind. Aber ist bei mir doch, wie die Amis sagen, eine Safe Green und wird eher selten benutzt. Gut, das Letzte ist ein Preis-Leistungs-Kracher, sag ich mal. Und zwar gibt es das ja auch für weniger als 100 Euro. Fast die gleichen Materialien verbaut wie gerade bei dem, auch eine TBM-Klinge.
Und Innenleben ist aus Edelstahl und Carbon-Griffschalen aufgesetzt. Ist hier wieder ein Zweihandmesser und dazu auch noch ein Slipjoint, also es rastet nicht ein. Ist aber für einen Slipjoint sehr sicher gemacht. Also das geht relativ schwer zu und wird wohl nicht so leicht von alleine einklappen. Und ja, jetzt macht die Kamera wieder nicht richtig mit. Das Design ist natürlich auch sensationell nordisch. Ohne großartigen Handschutz, ohne Schnickschnack, geradlinig, so mache ich eigentlich ein Messer. Das ist klassisch zeitlos und das ist für mich dann perfekt, wenn es klassisch zeitlos ist, weil ich meine Messer immer ewig habe und das ist einfach das, was ich am liebsten habe. Deep Carry Pocket Clip gefällt mir natürlich auch sehr gut, ganz dezent zu tragen und mit dem Messer kann man auch viel anfangen und bei dem hochwertigen Stahl und dem ganzen Rest eine echte Kaufempfehlung. Gibt auch eine Nummer größer, da heißt es ein bisschen anders und es gibt das Ganze auch mit Scandi-Schliff. Meins war gebraucht, da konnte ich meine Schliff nicht großartig aussuchen, aber hat bei mir gepasst. Okay, das waren die paar Messer, die ich mal besonders zeigen wollte. Ich habe die auch in meinen anderen Videos, soweit ich weiß, noch nicht großartig gezeigt. Und das war jetzt die Gelegenheit. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.